Ist hier noch irgendwas Interessantes? Oh, C4 gibt's hier. So. Ian, Übergabemission. Nee, will ich nicht. Dieses Ding will ich. Ich will zu dem... Das ist schon gar nicht mehr aktiviert. Gib mir mal hier den anderen Funkturm. Der ist irgendwo da so. Jetzt gucke ich hier wahrscheinlich runter und muss dann irgendwo wieder einen Berg hoch oder so. Oder auch nicht. Das sehen wir dann. Was ist denn da unten passiert? Okay. Also da habe ich ausnahmsweise aber nichts mit zu tun. Das kommt ja selten vor, ne? Aber damit habe ich jetzt wirklich nichts zu tun gehabt. Jetzt gerade gerne eine Außensicht. Sieht ja bestimmt voll cool aus, wie ich hier so durch die Gegend fliege. Was ist das da vorne? Das könnte Sperrgebiet sein. Darf ich über Sperrgebiet rüberfliegen? Ich weiß das nicht. Tja. Hier wäre es jetzt cool, so mit so einem Controller, dass ich eine gewisse Höhe eingestellt lassen kann. Aber hier muss, so muss ich immer irgendwie gegensteuern. So ein bisschen, das sieht aus wie ein Flughafen. Das ist ein Flughafen. Das ist garantiert auch ein Sperrgebiet. Die lassen mich doch nicht einfach über den Flughafen eiern, oder? Als hier der komische Nubi, der vorne ist, vor allem auch so ein Alarmding. Das ist schon irgendwie so ein Sperrgebiet-Zeug. Sieht man doch. Oh, 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 oh. Hüpf. Ah, das hat ja wunderbar funktioniert jetzt dieses Mal. Und dann sind wir auch schon direkt da, ne? Das ging jetzt aber schnell. Und das ist der letzte Funkturm. Ja, okay. Das sieht jetzt erstmal direkt nicht so toll aus. Muss ich da vielleicht... Da muss ich vielleicht von außen reinspringen, kann das sein? Ach, oh, warte mal. Das ist ja interessant. Normalerweise geht das immer andersrum und ich schwinge mich von dem Turm runter. Dieses Mal schwinge ich mich in den Turm rein, was? Hui! Flup, aua. Richtig, ich hab die Fresse. So. Sind wir hier? Gehen wir noch einen weiter nach oben. Und dann kommen wir da hin. Irgendwie, wenn wir hier drunter durchkrabbeln. So. So, noch einen weiter oben. Und dann kommen wir da noch einen weiter nach oben. Zack. Und jetzt kommen wir da noch einen weiter nach oben, hoffe ich. Es sei denn, du rutscht ab, aber das tust du nicht. Das ist schon mal perfekt. Da rutsche ich aber ab. Wo bin ich denn jetzt? Moment. Ich weiß nicht. Also das war jetzt, also das ist ungünstig. Was mache ich denn jetzt? Da komme ich nicht lang. Das heißt nicht, ich muss wieder von vorne anfangen, wa? Shit. Ja, lass mich hier lang und kletter da mal hoch. So. Nu aber. Hier wollen wir lang. Dann wollen wir da wieder hoch. So. Dann kommen wir da vorne hoch. Und jetzt war der Plan, da hinzukommen. Das mache ich aber diesmal nicht mit einem Sprung, sondern das machen wir mal so. Das ist nämlich einfacher. Krabbeln kommt man weiter. Unter Umständen. Geht das? Vorsichtig. Nicht zu weit. Ich weiß, ich bin schnell und so, aber das müssen wir ja nicht... Müssen wir ja nicht übertreiben. So. Der letzte Funkturm. Das könnte ein Film sein. Ein richtig bescheuerter Film, aber es könnte ein Film sein. So, da unten gibt es noch gar noch ein Lager. Das sieht recht klein aus. So, als würde mich das überhaupt nicht stören, wenn ich das jetzt umbrate. Und als wäre das auch gar nicht so kompliziert. Das können wir dann vielleicht auch mal gerade noch machen. So. Punktum Numero A. Oh, shit. Das sieht sehr kompakt aus, sagen wir mal. Ist das da? So ein Dorf, aber sonst. Und noch ein Friedhof. Na gut. So. 15 von 15 Funktürmen. Wir haben die Buschmann freigeschaltet. Oder den Buschmann, die Buschmann. Gibt das kein Achievement oder so? Das ist ja langweilig. Ich hab's irgendwie erwartet, hier gibt es das Awesome Achievement. Funke der Funktürme oder so. Aber nö, sowas gibt's hier nicht. Egal, aber wir haben die ganze Karte freigeschaltet, das ist schon mal ganz schön. So. Den da, den will ich jetzt haben. Ich weiß nicht genau warum, aber den will ich jetzt haben. Können wir da unten gleich mal gucken, ab wo und bis wo und was da genau Sperrgebiet ist. Oh shit, das Sperrgebiet geht hier schon los, das ist natürlich schlecht.
Das ist insofern schlecht, dass ich, shit, dass ich mich hier jetzt schon nicht mehr sehen lassen darf, nämlich. So, da steht einer drauf. Ich hoffe, hier stehen jetzt keine noch so am Rand oder so. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Oh, shit, Alter, das sind aber viele, was? Der und der da drunter war auch noch einer. Den kann ich jetzt von hier leider gerade nicht sehen. Ah, jetzt sehe ich ihn aber. Okay. Der wird, ich weiß gar nicht, ob der von, ne, da unten sind noch mehr. Das ist wirklich sehr kompakt hier. Alles. Ich weiß leider auch nicht, wer den Sniper da sieht. Den würde ich eigentlich ganz gerne erstmal weghaben. Das kann es auch eigentlich noch nicht gewesen sein, oder? Mit Dudes und Dudettes. Nein, Dudettes gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Dudes. Ich glaube jedenfalls nicht, dass das alle gewesen sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Und die sehen sich auf jeden Fall. Das ist schlecht. Was ich natürlich tun kann, ist diesen Sniper da hinten wegschießen. Und dann den da noch wegschießen. Den da kriege ich doch, den kriege ich doch sowieso wieder nicht anders. Den kann ich doch nur so töten mit dem Sniper hier. Das ist doch blöd. Irgendwie. Kannst du natürlich den schnell umschießen und dann irgendwie gucken, dass ich weiter noch nach oben komme, auf den Berg drauf. Dann würde mich niemand sehen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Dann sieht mich keiner dabei. Vielleicht kriege ich den da auch noch schnell umgebraten. Jo. Jetzt aber flott weiter. Shit. Oh shit, ich habe den falschen Weg genommen. Oh shit. Läuft noch einer? Ich habe dich gesehen. Crap. Crap, 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 crap. Dürfen mich einfach alle nur nicht sehen, dann ist das schon okay. Dann schlagen die auch keinen Alarm, glaube ich. Sonst sehe ich gerade keinen mehr. Das sieht. Gerade aktuell sieht das ein bisschen nach dem letzten aus, aber es muss erstmal nichts heißen, dass das so aussieht. Als wäre es der letzte. Ja, nicht den Berg runterrutschen jetzt, bitte. Ich sehe gerade wirklich sonst niemanden mehr. Da ist noch einer. Shit. Puh. Ja, leider nicht unentdeckt, ne? Aber wenigstens ohne Alarm. Wenigstens ohne Alarm. Fast sogar unentdeckt. Na, das ärgert mich jetzt. Oh, ein Fähigkeitenpunkt. Das ärgert mich jetzt trotzdem ein bisschen, dass das nicht geklappt hat. Oh, grüne Blätter. So, eine Fahrt des Jägers Aufgabe. Ja, warum nicht eigentlich, ne? Machen wir ja sonst auch immer die Dinger. Erstmal gehen wir jetzt hier rein. So, und finden Kram. Hallo? Kiste. So. Und Medizeug. So, da gucken wir hier nochmal gerade. Munition wie immer auffüllen. Flupp. So. Das ist natürlich die Frage. Einzigartige Waffen. Das ist die. Die Buschmann. Aha. Das ist kein Sniper oder so, ne? Ich weiß gar nicht, was das genau für ein Ding ist. Ich kaufe mir die aber mal, weil es ist eine besondere Waffe. Und die sind meistens ziemlich cool. Ich packe dafür mal den Bogen weg. Dieses Ding scheint ja einen Schalldämpfer zu haben. Jo. Das heißt, wir haben dann durchaus wieder eine Waffe mit sowas wie einem Schalldämpfer. Das genügt dann auch noch erstmal. Eieiei. Okay. So. Dann machen wir die Fahrt des Jägers Aufgabe natürlich auch, ne? Ach komm, halt ein Bubble da drüben. Drei Bären. Eine im Zielort gestellte Pistole. Ei, 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 ei. Eine Pistole auf Bärenjagd. Ich meine, ich habe eine Pistole und die ist, die ist wahrscheinlich sogar besser. Deswegen werde ich die auch nehmen, aber... Das ist nicht schön. Das könnte schief gehen. Wir werden sehen. Gucken wir mal. Fahrt quer durch die Pampa.
Naja. Wir sind angekommen. Da vorne gibt es die Pistole. So. Flup. Und da ist eine Pistole. Weiß nicht, was das für eine Pistole ist. Ich guck mal. Nö. Nö, ich nehme die große. Wo sind denn hier die Bären? Moment. Karte. Bären. Bären, Bären, Bären. Da vorne irgendwo sollen die sein. Hier. Ist eine Höhle. Das ist bestimmt eine Höhle, oder? Ja, meistens in einer Höhle eine Mine. Oho. Uch, Alter, die sind ja alle auf einem Haufen. Shit. Da ist noch einer. Der letzte dreckige Bär. Geht doch. Ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt. Hallo? Wollt ihr immer wieder über dasselbe reden? Das ist langweilig. Wir wissen doch schon, was passiert ist. Aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Ja, ja, ja. Wissen wir doch, aber. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Der redet so komisch, das gefällt mir nicht. Seine Betonung ist so seltsam. Das macht mir Sorgen. Was haben wir denn hier noch? Also abgesehen von einem grünen Kraut, gibt es hier noch Loot. Mein Freund. Hier liegen oder stehen Kollegen rum. So. Wo sind die Drogenfelder und wie weit ist das weg? Ich glaube, das ist ein ganzes Stück, ne? Wo sind wir denn gerade? Ach, da sind wir gerade. Und die Drogenfelder sind, da. Das ist weit, aber Camp Alpha, da kommen wir hin per Schnellreise. Dann funktioniert das vielleicht trotzdem halbwegs. So. Habe ich das hier befreit oder komme ich hier einfach nur so hin? Weil oh, es ist auf jeden Fall das Ding, das direkt bei dir. Wir gehen jetzt durch die Drogenfelder. Woo! Drogen. Drogen. Stehen da. Da ist ein Schild. Aber was sagt es? Mahina Plantation. Oder so. Plantation. Ist auch schön. Okay. Sam, wie sieht das aus? Du hast gesagt, du willst irgendwas tun. Die Piraten greifen heute Drogenfelder an. Sie haben Bomben gelegt. Wir entschärfen sie. Okay. Okay. Bist du bereit? Blitzkrieg! Dude? Was geht denn bei dir? Alles klar? Dude? Ich dachte, du wolltest irgendwelche Minen hier, entschärfen. So funktioniert das nicht. Glaube ich. Da ist eine Mine. Ja, heute wird seine Hunde zu den Leichen schicken. Super. Ich entschärfe die Bombe. Welche Bombe? Ach, die. Oh. Von wo kommen die? Von da kommt auf jeden Fall einer. Wow, 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 da kommt ein. Eieiei. Da vorne ist noch irgendwo was, habe ich gehört. Oh, da. Können die mal aufhören, mit den scheiß Dingern zu werfen? Da. Brennt alles. Jetzt mach Feuer weg. Ich habe da einfach durchgeschossen. Das ist auch sehr cool. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Ja, okay. Es brennt hier halt alles ab. Das geht auch. Ich glaube, die Bombe wäre wahrscheinlich inzwischen schon lange hochgegangen. Aber gut. Na, wie ist? Alles klar? Ja, gut. Ja. Ich bin neben dir, keine Sorge. Hier brennt noch alles so ein bisschen. Ich hoffe, das stört dich nicht. Das war keine Absicht. Ja, ich bin nicht derjenige, der so langsam in der Pampa rum. Oh shit, so langsam in der Pampa rumeiert. War nicht noch irgendwo einer? Ja, und jetzt geh auch, mach hier doch. Du wolltest die blöde Bombe
irgendwie entschärfen. Frage ist, von wo kommen jetzt die Gegner? Das ist gar keine blöde Idee, die Leiter hoch aufs Dach. Nö. Bereit machen. Wofür? Wo kommen die überhaupt her? Warum kommt da so ein Typ aus dem Haus? Da ist einer. Hab ich gesehen dahinter. Ah. Oh, der lebt ja noch. Alter, auf damit. Mistiger Typ, du. Hauen wir mal gerade eine Spritze in den Arm. So. Oh, shit. Ich habe ihn nicht getroffen. Den habe ich getroffen. Oh, crap. Ey, hallo? Ich habe den doch gerade erwischt. Warum treffe ich den nicht? Ich will aber, dass die Bombe entschärft wird. Verdammt. Erstmal alles hier nachladen. Oh, da ist noch irgendwo einer. Hallo? Wo denn? Oh, crap, da oben. Was? Den habe ich gar nicht gesehen. Da oben steht ein Sniper rum. Das erklärt auch einiges irgendwie. Ja, dann beeil dich doch und laber nicht. Hihihi. Alter, der lebt noch? What the hell? Warum hat denn auch gelebt? Hey, ja, ist er in der Arbeit? Ich meine, ich sehe hier jetzt nichts, ne? Aber passt schon. Ich glaube, ich habe irgendwas getroffen, angeblich. Wo sind die denn? Ich glaube, ich habe irgendwas getroffen da hinten. Aber was und wo? Pff, keine Ahnung. Maul! Shit. Ah, da vorne war noch einer. Ich habe dich gesehen. Ah, da auch noch irgendwo. Aber wo sind die anderen? Da war noch einer. Da unten? Was hat der gerade gesagt? Hat der gerade gesagt, der fliegt? Wo will denn er hinfliegen? Wo ist... Da ist einer. Hallo? Ach du Scheiße. Ist ja in Arbeit. Ich tue nicht wissen, dass hier so ein gammeliger Helikopter noch. Oh. Ja, so viel dazu. Ich berichte heute, dass du mitgemacht hast. Das sollte doch helfen, oder? Bloß die Liste brauche ich noch. Ja, nochmal dazu. Ich habe eine Idee, wo die sein könnte. Bei einer verlassenen Bergbaukolonie in der Schlucht. Okay, ich sehe es mir an. Und denk an die Fotos von den Schuldigen. Ja, was auch immer. Ja. Hier gibt es noch eine Weste, habe ich gesehen. Die will ich natürlich haben. So. Erkunde die Insel oder geh zur Schlucht, wenn du bereit bist. Das klingt irgendwie sehr interessant. Als wäre ich gerade wieder an irgendeinem besonderen Punkt. Ach, hier komme ich gar nicht raus. Und du bleibst jetzt hier? Na gut, dann bleibst du wohl hier. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt gekriegt. Und das ist schon der X, den wir heute gekriegt. Ich glaube, der zweite. Oh, wir haben auf jeden Fall noch einige. Na gut, dann halt so. Doppelter Tod von unten. Ja, kann man theoretisch... Ich könnte dieses Ding hier theoretisch voll machen, ne? Cool. Damit kann man einen... damit kann man dann auch die großen Dudes takedown. Das will ich natürlich haben. Ja... Okay... So, das wollen wir natürlich vor allem haben. Zack. Jetzt könnte ich noch das nehmen, dann hätte ich eins von meinen Tattoos fertig. Aber auf der anderen Seite bringt mir das ungefähr nichts.
So, hier den ganzen... ne, ist auch irgendwie alles nicht so toll. Ich glaube, ich mache hier lieber noch ein bisschen was. Zum Bleistift die beiden Sachen. Weiche Landung klingt gut. Und komm, das mit dem besser mit stationären Geschützen ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Zwar jetzt wieder an einem stationären Geschütz rumgeeiert und das quasi nicht gebraucht, aber hey, whatever. So, ich würde einfach mal sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich auch gleich schon wieder mehr oder weniger einschlafe, ich war ja von vornherein ziemlich müde bei der ganzen Aktion hier, soll es das auch erstmal wieder gewesen sein für heute, auch wenn mich jetzt gerade interessiert, was das Ding da oben ist. Aber ich erkenne es von hier sowieso nicht so richtig, sieht aus wie ein Tempel. Aber da können wir immer noch beim nächsten Mal hingehen. Also, ich würde einfach mal sagen, wir sind durchaus ein bisschen weitergekommen. Wir haben den letzten großen Funkturm geschafft. Wir haben irgendeine komische Stealth-Mission geschafft, die zum Ende hin nicht mehr unbedingt gestealthed war. Und wir haben mal wieder ein Drogenfeld zerstört, auch wenn das nicht die ursprüngliche Aufgabe war, die wir eigentlich hätten erfüllen wollen. Aber na gut. Wir haben irgendwelche Bomben entschärft oder mitgeholfen, die zu entschärfen. Also, ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!